Hallo zusammen, herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gerne ein Windlicht zeigen, einen Schmuck für ein Windlicht mit natürlichen Werkstoffen und den ihr auch selber machen könnt. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ihr sowas auch nacharbeiten könnt. Und hier seht ihr dieses Windlicht, was jetzt für die festlichen Tage ganz, ganz hübsch ist. Für dieses Windlicht brauchen wir heute ein Gefäß, Wickeldraht, Kiefernadeln, das sind Zweige von der Zimmertanne, Sand, ein bisschen Gewürznelken, ein bisschen Wacholderbeeren, Ingwerstücke getrocknete und Seidenkiefer und eine Kerze natürlich. Jetzt nehme ich den Wickeldraht und spule den komplett ab. Das könnt ihr ganz einfach runterziehen. Also da müsst ihr gar nicht drauf achten, wie der jetzt da abgerollt wird oder so. Das spielt keine Rolle, weil wir das nachher richtig um das Glas formen. Ich habe jetzt den ganz einfachen geglühten Wickeldraht genommen, also jetzt nicht den grün lackierten. Der macht sich da ganz gut nachher mit den Kiefernadeln. Das kann man natürlich auch mit dem Golddraht machen und so. Das ist die ganze Rolle aufgebraucht. Da seht ihr das. Das sind schon einige Meter da drauf. So. Aber wir brauchen noch die zweite Rolle dazu, sonst ist es zu wenig. Schaut, jetzt haben wir ja schon mal so eine ganze Menge hier liegen. Diese Rollen, die gehen nach Gewicht. Der Draht wird praktisch nach Gewicht verkauft und da weiß man nicht, wie viele Meter da drauf sind. Aber das spielt ja keine Rolle. Das kriegt ihr ja im Fachgeschäft zu kaufen oder in Gärtnereien und im Bastelladen kriegt ihr diesen Wickeldraht zu kaufen. Da langen euch zwei Rollen auf jeden Fall. Natürlich, wenn ihr es üppiger haben wollt, könnt ihr da auch mehr drauf wickeln, aber mit zwei Rollen ist okay. So, jetzt haben wir es gleich. Jetzt haben wir es. Aufpassen ein bisschen bei den Endstücken. Da kann man sich verletzen, deswegen muss man da ein bisschen vorsichtiger sein. So, jetzt seht ihr, wir haben diesen ganzen Haufen und den kneten wir so ein bisschen zusammen. So, als wenn ihr einen Ball formen wolltet. Ruhig richtig zusammenkneten. Das ist fast wie eine Kugel aussieht. Und ruhig ein bisschen mit den Händen so zusammendrücken. Jetzt machen wir in der Mitte ein kleines Loch, dass wir die Öffnung für das Glas haben. Die kann jetzt noch ein bisschen größer sein.
Jetzt setze ich das Glas mal da rein. Und jetzt kann ich noch mal hergehen und das ganz eng an das Glas drücken. Der Draht lässt sich gut formen. Richtig fest andrücken. Das kann ruhig so kreuz und quer sein. Und wenn ich da ein bisschen zu eng geworden bin, dann kann ich es wieder auseinanderziehen. Also der ist ganz formbar. Jetzt gucke ich, dass ich überall schön gleichmäßig verteilt habe, den Draht, dass man das so sieht. Jetzt nehme ich meine Kiefernzweige dazu. Und lege die jetzt einfach um dieses Glas, schiebe das so durch den Draht hier durch. Ich habe extra so ein bisschen dünne Zweige ausgesucht, dass es dann nicht so hart aufträgt oder wollig wird. Und das kann man einfach so reinschieben. Und durchstecken. Wenn ihr das Gefühl habt, dass es vielleicht rausrutscht, dann kann man das ganz einfach hier nochmal an dem Draht umwickeln. Und dann bleibt es dann auch so. Da habe ich noch so einen ganz schönen dicken Zweig. Auch diese Araucaria-Zweige, also von der Zimmertanne, das wickelt man auch hier so einfach ein bisschen an dem Draht vorbei und schiebt es durch diese Drahtwülste dadurch. Das ist das Schöne an dem Wickeldraht, dass wir gar nichts anderes binden brauchen oder befestigen müssen, weil einfach durchgeschoben hält alles uns da sehr gut beieinander. Könnt ihr das gut sehen, wie ich das hier vorbereite? Einfach nur so durchgeschoben. Wie gewoben sieht das dann nachher aus? Und die Kiefernadel, die stecke ich einfach ringsrum durch diesen Draht. Das sind jetzt die langen italienischen Nadeln, aber ihr habt sicher auch, wenn ihr einen Garten habt, eine große Kiefer zu Hause. Die Schwarzkiefern oder so, die haben auch etwas längere Nadeln, nicht ganz so lang wie diese hier. Aber die könnt ihr genauso gut benutzen, wie jetzt diese langen Nadeln. Und das geht so ganz, ganz locker einfach da. Die bleiben in dem Draht stecken. Die kann man auch seitlich einfach quer durchschieben. Es muss nicht alles von oben sein, sondern auch von der Seite. Kann ruhig auch mal von unten nach oben pieksen. Also das ist eurer Fantasie ganz überlassen, wie ihr das stecken wollt. Einfach schön üppig.
Jetzt habe ich hier den Sand vorbereitet. Das ist für das Glas hier, das ist ganz wichtig, dass die Kerze unten einen guten Stand hat. Und jetzt fülle ich da auch ein bisschen Gewürze rein. Das ist jetzt die Gewürznelke, die ich da ringsherum um die Kerze jetzt reinstreue. Und auch die Wacholderbeeren. Das riecht dann auch noch ein bisschen, wenn ihr das auf dem Tisch habt. Das ist der Ingwer. Da muss man nicht viel reintun. Hier habe ich noch ein bisschen Zimtstangen. Die kürze ich ein bisschen ein. Und setze die jetzt hier außen nochmal und wickel die mit dem Draht hier rein. Die müsst ihr dann wickeln, das ist ganz wichtig, sonst fallen die runter, weil das relativ grobe Zimtstangen sind. Aber einmal den Draht rum, dann bleibt es schon. Also da könnt ihr natürlich noch mehr drauf wickeln, da könnt ihr noch kleine Zapfen reinmachen oder Nüsse und so. Also wie gesagt, da könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen und so schön wie möglich gestalten. Das ist jetzt ganz in Natur gehalten. Jetzt habt ihr ein ganz natürliches Windlicht für zu Hause oder auch für den Gartentisch kann man das nehmen. Ich danke euch ganz herzlich und tschüss bis zum nächsten Mal.